Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Viele Leute fragen mich immer, Alcaramba, wann sehen wir denn endlich wieder mal was von dir auf YouTube? Und so ist es heute, denn ich mache ja eigentlich hier nur noch Replays, aber in dem Fall habe ich eine Runde selber mit dem 1357, meinem aktuellen absoluten Fun-Tank, gefahren. Und die ist so geil, die ist nämlich so geil, dass es meine allerbeste Runde jemals in World of Tanks war von den Erfahrungspunkten her. Nämlich 1690. Ja, und da konnte ich natürlich jetzt... Da konnte ich nicht anders, als dass ich die natürlich zeige. Also von dem her will ich euch die auch präsentieren. Für die Leute, die auf den Panzer warten und sich denken, ja, den will ich auch, da freue ich mich schon, wenn der im Adventskalender kommt. Leider schlechte News, denn diesen Panzer laut einer gut informierten Quelle wird es wohl leider nicht geben. Genauso wenig, wie es den Defender im Adventskalender geben wird. Aber dafür wird es am 24.12. ziemlich wahrscheinlich einen neuen Panzer geben, und zwar den VK 168 Mauerbrecher. Also wer einen neuen Panzer noch haben will und dementsprechend aktuell sozusagen noch nicht weiß, wohin mit seinem Weihnachtsgeld, der kann auf den 24.12. warten, da wird es einen neuen Panzer geben. So. Genug der Spoilerei. Der ging nicht durch. Ich stelle mich hier in diesen Busch sehr gerne auf H6. Das ist ein guter Spotting-Busch, weil man kann hier sehr gut die 8er, 9er Linie da spotten, beziehungsweise die 9er Linie allgemein. Da stehen ja hier immer ganz gern mal TDs, hier fahren die Panzer entlang und da kriegt man immer irgendwo was auf. In dem Fall hier noch nicht. Wer mich natürlich übrigens öfters mal live fahren sehen will, also besonders live, weil wie gesagt, YouTube ist ein reiner Replay-Kanal mittlerweile, was World of Tanks angeht, der kann mich immer gern auf Twitch besuchen. Also ich nehme da immer gerne Besucher an, ich streame fast jeden Tag von Dienstag bis Sonntag und auch jeden Tag ist noch World of Tanks mal mehr und mal weniger am Start. So, wir haben gesehen, ich habe da schon ein bisschen was unterstützen können. 762 XP. Aber jetzt reicht's mir dann auch. Jetzt will ich erstmal da oben schauen, ob da noch irgendwo was ist zum Wegsnacken. Ja, da oben ist ein bisschen was, aber natürlich beidrehen. Aktuell ist erstmal nur spotten und unterstützen angesagt. Noch nicht hier für den Damage unbedingt gehen. Da ist jetzt der IS-3, der 112er und der IS, die aktuell auf den Tiger 2 abgelenkt sind. Also eigentlich sehr viel Gegner-Power. Und das wird mir dann jetzt auch gerade bewusst, dass ich mir denke, so, oh, da jetzt reinzugehen, könnte ein bisschen sehr riskant werden. Deswegen drehe ich da auch nochmal ab, weil, ja, das ist so viel Feuerpower. Da sind einfach mal 5 Panzer. Und so viel Spaß dieser 7er hier macht und so... So toll ich den aktuell finde, aber man geht halt einfach nicht da so gegen 5 Leute rein. Macht halt einfach nur bedingt Sinn. Aber den Jagdpanther, auf den kann man auf jeden Fall gehen. Das ist ein gut machbares Ziel, besonders wenn man einfach mal seitlich rankommt. Erstmal bleibe ich jetzt aber hier beim aktiven Aufdecken. Ich bin jetzt nicht so der Spotter, der jetzt gerne und lange stehen bleibt, also... Natürlich, ab und an geht es nicht anders. Man hat es ja vorher gesehen bei H6. Aber allgemein bin ich dann doch lieber der, der aktiver rumfährt. Der Schuss war verdammt knapp. Der Jagdhunter, der kann nicht viel gefehlt haben. So, und jetzt pusht der Gegner hier. Natürlich, wenn ein Gegner pusht und Spieler vor sich hat, dann achtet er plötzlich nicht mehr so auf sein Umfeld. Und genau das war so mein Gedankengang jetzt, dass ich mir dachte, yo... Dann kann ich bestimmt doch da jetzt gleich irgendwo was abstauben. Der Tiger P, der ist da recht isoliert. Fast schon eine Rudeltaktik hier vorne. Und ich kann jetzt den Tiger P von hinten nehmen. Schön seitlich natürlich
diese sehr schnellen Schüsse und raus mit ihm. Und jetzt gleich, zack, wieder weg. Gar nicht lang rum warten, gucken, ob die Gegner sich dann am Ende für einen interessieren. Nein, schnell verdünnisieren, den Reload machen. Roundabout zu 13, 14 Sekunden. Dauert es, bis der Clip wieder nachgeladen ist. Sind dann 8 Granaten. Bei, was ist Alpha? Ich glaube 90. Genau, bei 90. So, jetzt der der IS-3. Der sitzt auch. Und so konnte ich hier gut dem Gegner schaden. Da habe ich 2 Gegner schön rausnehmen können. 2 potenzielle Kanonen, die einen ordentlichen Alpha haben. Und jetzt schnell weg. Denn der Suppen-Pershing, der soll mich dann doch nicht nochmal erhalten und erhaschen. Der hat aber auch gleich nochmal von meinem Team bekommen. So, jetzt gucke ich, was macht er? Folgt er mir? Nee, eben nicht. Und genau das ist jetzt das Schöne. Ich sehe, dass er mir nicht folgt. Und dann kann ich natürlich gleich wieder auf den Zeiger gehen. Das geht mit dem Panzer ideal. Einfach so einen so nerven, wie es halt möglich ist. So. Und zack, rausgenommen, gekettet, Unterstützungsschaden. Und dann läuft es und schon liegen wir mit 10 zu 9 in Führung. So, jetzt, aha, die Arti. Vor mir noch die Su und der Jagdpanther. Aber die müssen da erstmal hochfahren. So, Jagdpanther hat mich natürlich da einmal getroffen, aber Hitpoint passt. Jetzt, die Su darf nicht treffen. Deswegen hier ein bisschen bewegen und das passt. Su hat schön daneben geschossen. Arti hat auch gut unterstützt, sofort. Die haben schon gesehen, okay, der 1357, der will da nerven. Und jetzt natürlich ein Panzer mit starrem Turm. So schön angetäuscht, dass er in die falsche Richtung gedreht hat. Ja, und jetzt natürlich, das ist alles nur noch Formsache. Immer schön hinten drauf. Und der ist weg. Jetzt ist die Arti da noch am Start. Der erste war mal ein bisschen zackig daneben. Aber man muss auch aufpassen, der AMX ist ja auch da noch am Start. So, jetzt hat die Arti geschossen. Jetzt kann ich mich da natürlich ein bisschen rankruscheln und sagen, hallo Arti, E-Bims, dein Nervbolt. Ja, und jetzt, klar, seitlich. Jetzt ist es nur noch Formsache. Und meine Arti wollte auch noch was vom Schaden haben, aber das war dann meine Runde. 6 Kills, den Krieger geholt, 2497 Damage gemacht und knapp 3000 unterstützt. Und wie gesagt, 1690 Baserfahrung. Meine jemals beste Runde und ich bin selber sehr stolz drauf. Die lief einfach wirklich sehr gut. Ich habe immer in die richtigen Zeiten, in die richtigen Schnittstellen fahren können und es lief einfach und natürlich ein bisschen Luck war auch dabei, besonders bei diesem Jagdpanther-Schuss, der gefühlt einen Millimeter über meinem Panzer hinweggerauscht ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal mich in Aktion zu sehen mit einer vernünftigen Runde, die zeigt, ja, der Ramba, der kann doch ein bisschen panzern. Ansonsten wünsche ich euch ebenfalls geile Runden. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Alka Ramba.